Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Ja, die ganze Zeit war Ruhe. Jetzt fange ich an, wieder aufzuzeichnen. Da draußen ein Kind, ein Hund bellt, Flugzeuge fliegen wieder. Die hast du den ganzen Tag nicht gehört. Und jetzt sind sie alle wieder da. So, wir setzen uns in Bewegung. Wir haben immer noch 1097 Kilometer vor uns. Und wir müssen mal langsam sehen, dass wir in Gang kommen. So, gepennt haben wir. Es hat aufgehört zu regnen, aber das war ja in der letzten Folge schon so. Da kommt wieder ein. Nee, der kommt nicht, der fliegt. Ja. Dann gucken wir uns das mal an. Mal sehen, was uns in dieser Folge alles so blüht. Mal ganz kurz einen Blick werfen. Genau, damit geht es ja hier schon mal los. Irgendwie hatten wir jetzt, ich habe gar keine Ahnung, wurden wir gerade geblitzt oder was war das? Da hinter uns ist Polizei, oder? Mal Tempomat rein. Das ist nicht mal Polizei. Wer hatten uns geblitzt oder was war das? Das muss ich mir im Video noch mal angucken, ob da irgendwas zu sehen ist. Du fährst auch einfach drauf, wa? Oder von der Gegenfahrt? Ich habe keine Ahnung. Schon wieder Geschwindigkeitsübertretung. Diesmal, da ist er. Zieh Leine. Was das doch eben auch. Den nicht einfach wegspawnen können. So schönes Geld. Aber es wird mehr. 983 Millionen. Bald sind wir Milliardär. Da haben wir die Milliarde zusammen. Davon nur eine Million im realen Leben. Ich wüsste, die so anzulegen, dass ich nie wieder arbeiten müsste. Ich würde mein Hobby machen, dann wäre das alles schick. Ich hoffe, ihr hört dieses plärrende Kind da draußen, nicht? Meine Kinder müssen ja mal weinen, aber hier nimmt das im Moment überhand. Alter Falter, sag mal, die sind ja wie die Fliegen hier. Ist da noch ein Kollege von euch irgendwo? Mach dich dünne. Guck mal, und jetzt schleicht er hier so neben uns her, ne? Denkt sie, und der fährt bestimmt noch mal zu schnell. Wir sind in Helsinki. Wisst ihr, was wir hier gerade machen? Guck mal hier. Ich werde das mal eben absatteln. Ich werde das mal eben absatteln. Dann machen wir ganz schnell eine Kleinigkeit. So, pass auf. Die wollen wir kaufen. Haben wir jetzt gekauft. Jetzt machen wir die noch schön. Helsinki, da wollen wir da. Da wollen wir doch, ne? Da wollen wir eine Garage haben. Definitiv. So, Größe, klein. Aufrüsten. Ja. Ich glaube, hier kaufen wir auch direkt LKW rein. Bin ich jetzt blöde? Nee. Sagt nichts. Wagt es nicht. So, wir kaufen natürlich wie immer Scania da rein. Nee. Hallo. Welche kaufen wir denn? Im Prinzip ist es ja völlig Banane, welchen wir kaufen. Scania S. Hier kommen. Wir wollen den hier haben. Kaufen. Kaufen. Wo sind wir jetzt? Dass man das nicht sehen kann hier, das verstehe ich nicht. Nee, das sind nur Mädels.
Estland, wir müssten hier. Nee. Doch, klar. Kaufen. Noch ein Kaufen. So möchte ich im realen Leben mal mein Geld verschleudern. Einfach nur ein LKW kaufen, weil ich es kann. So, jetzt können wir zum Fahrermanager und wir können zur Arbeitsagentur. Wir wollen Fahrer einstellen. Haben wir denn nette junge Damen an Bord? Die war da in hell. Aber nicht. Jetzt wollen wir wieder Männer einstellen. Also, unglaublich. Die sehen alle so aus, als wenn sie kein Auto fahren können. So wie ich. Egal, komm hier, ihr bringt mir jetzt die Kohle. Da achte ich jetzt auch nicht drauf, weil irgendwann sind sie sowieso durch. Dich nehmen wir auch, du bist mir sympathisch. Ich weiß nicht, ich mag dich irgendwie. Du siehst freundlich aus und du mit deiner Mütze ebenfalls einstellen. Hier kommt, zack. Und ab, Freunde. So. Jetzt haben wir natürlich die Garage gekauft. Jetzt sind wir drin in der Garage. Jetzt können wir eben lecker den Tank voll machen. Schön. Unser Logo ist hoch oben drauf. Schön, sehr schön. So, dann satteln wir jetzt wieder an und fahren weiter. Jo. 901. So viel haben wir gar nicht ausgegeben. Ne? Nicht mal eine Million. Ne? Schön brav, die auf der anderen Fahrbahnseite fahren können. Kali macht mir langsam Angst. Aber es gibt so ein paar Pappnasen, die stehen noch hinter uns und hinten. So, weiter geht's. Garage in Helsinki gekauft. Sehr schön. Jetzt sollten wir uns mal langsam. Ist da vorne ein Kreisel? Nee, ist es nicht. Links einordnen, weil wir müssen, glaube ich, zur Fähre. So, und dann stecken wir diesen LKW wieder in Kanister. Gucken wir, was wir uns dann Schönes können. Warum fahren die eigentlich? Was läuft hier falsch? So, ich befürchte mal, im Kreisel müssen wir nicht rechts raus, wir müssen nach links raus. Das ist hier auf dem Navi nicht sonderlich gut angezeigt. Irgendwie stört mich da diese Spiegelhaltung. So, hier rein würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, und nun hier durch. Vorne könnte man jetzt noch schlafen, wenn ich gewusst hätte, dass wir so nah dran sind. Ne? Hätte ich nicht mehr gepennt. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich fürchte, hier sind wir falsch. Hier müssen wir lang. So, und hier geht's jetzt direkt aufs Schiff. Ja, so wird ein Schuh draus. So, wo müssen wir hin? Vielleicht schmelzen jetzt viele unserer Kilometer dahin. Ich habe keine Ahnung, wie lang die Strecke ist. Eingabe. Nach Tallinn, genau. Tallinn.
Talent, Talent, Talent. Aber so viel sieht das gar nicht aus. 180 € 2 Stunden, das kann nicht die Welt werden. Aber mindestens noch 800 Kilometer. Reiner Erfahrungswert. So, gerade einen Schluck aus der Dose getrunken, ne? Ich habe die Feststellbremse nicht gezogen. Das ist nicht wahr. Das stimmt so nicht. So. Ich würde sagen, hier raus. Wir können uns noch einmal umschauen hier. Ja, das richtig große graue Meer. Ne? Das ist das herrlich, Freunde. Schön. 800, siehste, 935 sogar. Das war nassig. So, wo muss man jetzt lang? Da hinten durch hier einmal quer über den Parkplatz. So, hier durch. So, von rechts wird nichts kommen. Das habe ich im Griff. Hier ist auch grün. Das gefällt mir. So gefällt mir das. So muss das sein. So, ich werde mal an irgendeinem Händler wahrscheinlich vorbeikommen. Mal gucken, ob wir den entdecken. Gerne an dir vorbei. Ja, in Tallinn kommen wir jetzt nicht direkt an der Garage vorbei, sonst würde ich die auch noch kaufen, aber. Fahr, mein Freund, fahr. Warum bremst du? Die Ampel ist grün. Ey, du bist so ein Bauer. Ja, das war mir jetzt auch egal, ey, ehrlich. Penner. Immer die Linksabbieger durchlassen, aber ich begreif's nicht. Und du fahr endlich, damit ich auf die linke Spur komme. Mann. Bin ich jetzt mal bei Rot drüber? Ist mir egal, das war dunkelgelb. Wir haben's ja. Guck, jetzt sind wir nämlich wieder bei, schon wieder bei 982 Millionen. Da draußen sind Irre am Start. Meine Fresse, ne. Da hätte man die Schienen merken müssen. Guck mal, da stürzt einer ab. Mach grün. Danke. So, wir fahren geradeaus weiter, 913 Kilometer, es wird aber auch nicht weniger. Der nächste Rastplatz gehört uns, weil wir sind schon wieder am Ende einer Folge angekommen.
Das ist besser, wenn wir hier lang fahren. Ach, er zieht einfach durch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wären wir jetzt hinter ihm gewesen, der hätte uns aufgehalten. Definitiv. Oh, schöne neue Häuschen, wa? Da sieht man, wo das Geld steckt. So. Er will uns ärgern. Falschrad. So, tanken müssen wir nicht, pennen müssen wir nicht. Sehr gut. Das heißt, wir bügeln einfach mal. Doch, heißt es. Heißt, stopp, stopp, stopp. Nee, da fahre ich jetzt nicht extra auf den Parkplatz. Wir brauchen natürlich einen Parkplatz, damit wir unsere Folge beenden können. Aber dafür fahre ich jetzt nicht extra vom Weg ab. Gucken, wo wir uns dann gleich irgendwo hin parken können oder so. Ich habe keine Idee. Wieder irgendwo am Waldesrand. Aber 1%. Immer noch. Nicht mehr. Das finde ich gut. So, der biegt ab. Wir brauchen trotzdem Parkplatz. Ich möchte mich nicht hier in die Büsche stellen. Nee. Überholverbot aufgehoben. Aber wenn ich jetzt zum Überholen ansetze, kommt doch garantiert gleich was von vorne, oder? Wir sind sehr so mutig. Vorne ist ein Parkplatz. Da waren wir sogar schon mal. Das ist nämlich schon gelb. Da können wir drauf fahren. Und können die Folge beenden. Das heißt, da kommen wir gar nicht drauf, oder? Ist die Tankstelle? Nee, wir machen das anders hier. Komm. Rüber. Hier ist die Ampel.
Und wir stellen uns hier in den Busch. So, ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch fürs Zuschauen. Freue mich auf die nächste Folge. Bald haben wir es geschafft. Vielleicht noch, na, wenn es so weiterläuft, 2 Folgen vielleicht. Und ja, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, kostet euch nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.